Hallo und herzlich willkommen zu Wolf auf der Baustelle TV. Das ist Marco, Schulungsreferent bei Wolf und ich bin Simon, Anlagenmechaniker. Heute geht es um den Elektroanschlusskasten beim bodenstehenden Gasbrennwertkessel TGB2. Richtig, Simon. Auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen. Bei einer wandbündigen Montage kommt man nur schwer an den Elektroanschlusskasten. Marco, hast du für uns einen Tipp, wie man das leichter machen kann? Ja, allerdings. Der Elektroanschlusskasten kann von der Rückseite des Gerätes abgenommen werden und links, rechts oder oberhalb montiert werden. Brauche ich zum Öffnen des Elektroanschlusskastens irgendein spezielles Werkzeug? Nein, ein Schlitzschraubendreher reicht. Erst die untere Abdeckung und dann die obere Abdeckung. Jetzt kann man auch die elektrischen Anschlusskabel seitlich rausführen. Schaut doch gleich viel schöner aus. Aber gibt es denn noch weitere Gründe, den Elektroanschlusskasten an der Wand zu montieren? Ja, allerdings, denn bei Montage unseres Schnittstellenmoduls Wolflink Home neben unserer Regelungsplatine HCM2 ist der WLAN-Empfang bei Wandmontage des Elektroanschlusskastens besser. Sehr praktisch, dann mache ich den Deckel gleich wieder drauf. So wird die Regelungsplatine vor Beschädigungen oder Verschmutzung geschützt und die elektrischen Anschlüsse sind nach wie vor zugänglich. Ganz links beginnend ist unser 230 Volt Netzeingang, direkt daneben die Z1 Klemme. Z bedeutet Zusatz für unsere Zusatzmodule und nicht Zirkulation. Daneben unsere Heizkreispumpe, die Speicherladepumpe und dann der konfigurierbare 230 Volt Ausgang. Hier kann die Zirkulationspumpe angeschlossen werden. Auf der rechten Seite unsere Fühlereingänge, beginnend mit E1, konfigurierbarer Eingang für zum Beispiel einen Schaltkontakt, der E2 für Gebäudeleittechnik oder einen Sammlerfühler, dann unser Außenfühler, der Speicherfühler und unsere E-Bus-Klemme für die Verbindung zwischen den einzelnen Modulen und Regelungsteilnehmern. Hier bitte darauf achten, dass Plus und Minus nicht vertauscht wird. Vielen Dank für die Erklärung. Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel wieder zu. So, das war's schon wieder von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.